Zelf noemde zijn zesde symfonie raadselachtig en tragisch. In elk geval aangrijpende muziek waarbij het noodlot bijna een concrete vorm krijgt. Het Nederlands Philharmonisch Orkest opent het nieuwe seizoen met de zesde symfonie van Gustav Mahler. Ik ga luisteren naar deze muziek en praten over Mahler met nieuwe chef-dirigent Mark Albrecht. Ich denke, dass diese sechste eigentlich Mahlers persönlichstes Werk ist. Und das hat er selber auch schon so gesehen. Vielleicht auch das Werk, was am schwierigsten zugänglich ist, auf eine gewisse Weise. Aber doch sind die Geheimnisse dieser Symphonie offen, weil sehr viel Schicksalhaftes sich aus Mahlers persönlichem Leben in diese Musik hineingegossen hat. Man merkt, dass es einfach ein total wüstes, wildes Stück ist. Ein Biss dahinter und eine Wut, auch Verzweiflung. All das tut sich in diesen ersten Sekunden, ist eigentlich man hineingeworfen in diese Welt. Nicht wahr? Es ist eine unglaubliche Eröffnung für ein Stück. Und ist ein ganz weiteres wichtiges Element ist dann, dass er nach einem Ausweg nimmt und einen schicksalhaften Moment entwirft mit den Trompeten, die einen erst ganz positiven Dur-Akkord plötzlich umkippen in Moll. Also Majeur, Mineur. Und diese zwei Akkorde, die ziehen sich durch die ganze Symphonie und haben auch sozusagen eine Abwärtsrichtung, eine Richtung hin in zum Tod, zum Untergang. Diese Symphonie ist sehr dramatisch, sehr heftig. In welchem Sinn ist er autobiografisch? Wie war Mahlers Leben? Also sicher muss man sagen, dass zu dem Zeitpunkt, als er die Symphonie geschrieben hat, und es nennt sich Schicksalssymphonie und auch zu Mahlers Zeiten wurde sie unter dem Titel Schicksalssymphonie aufgeführt. Aber als er sie geschrieben hat, war er weit davon entfernt, irgendwie in einer Krise zu sein. Hatte er eigentlich alles, was er wollte. Er hatte eine wunderbare junge Frau, eine Familie, die gerade im Wachsen war. Es war das pure Glück und er schreibt diese schwärzeste aller Sinfonien gerade in diesem Moment. Er hat selber gesagt, dass er diese Sinfonie als Anticipando des kommenden Lebens geschrieben hat. Also etwas vorausgenommen hat dort, zu einem Zeitpunkt etwas gesehen hat. Und in der Tat, wenige Jahre später, ist er geradezu kollabiert. Und diese Symphonie hat sich tragisch eben als wahr erwiesen. Etwas sehr programmatisch sind diese drei Hammerschläge im Finale, wo wirklich ein tatsächlicher riesiger Holzhammer auch sichtbar und bedrohlich irgendwie über dem Orchester schwebt. Ein Perkussionist, ein Schlagzeuger hebt diesen Wahnsinnshammer hoch und saust nieder mit einem Geräusch wie eine Axt, schreibt Mahler. Es soll wie ein Axthieb klingen, ganz scharf und dumpf gleichzeitig. Und diese drei Axtschläge sind wie Schicksalsschläge, die den Helden dieser Symphonie, in dem Fall Mahler selbst, weil es sein persönliches Stück ist, fällen, also töten. Und er hat das vorausgeahnt, dass diese drei Schicksalsschläge kommen würden eines Tages. Und sie kamen dann im Jahr 1907, nur 4 Jahre nachdem er das Stück komponiert hatte. In einem Schicksalsjahr hat er alles verloren eigentlich, was er hatte.
vielleicht schärfster Schlag für ihn war der Tod der kleinen Tochter, die auch gleichzeitig auch die Ehe irgendwie gesprengt hat. Er hat seine Arbeit in Wien aufgeben müssen. Durch Intrigen musste er zurücktreten vom Posten des Hofoperndirektors. Der dritte große Schlag war eigentlich, dass er gesundheitlich ganz schwer diagnostiziert wurde als herzkrank. Und eine Krankheit, an der er dann auch 1911 gestorben ist. Also er hat das alles vorausgenommen. Und aber jemand, der eben im Moment des Glücks auch das Scheitern mit hineinnimmt. So ist auch seine Musik. Eigentlich man mit doppeltem Boden, wie wir sagen. Und das ist, macht es so wahrhaftig und interessant auch für uns. Es ist nicht 1:1, sondern es hat immer eine doppelte Wahrheit. De zesde symfonie van Gustav Mahler, door het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van chef-dirigent Mark Albrecht. Op 9, 10 en 11 september in het Concertgebouw. Voor meer informatie kijkt u op orkest.nl.